Hallo Leute, hallo YouTube. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dieses Video ist so heiß gestrickt, dass ich mich noch nicht mal rasieren konnte. Worum geht es? Man sieht es schon im Titel. Da laufen Videos hier über diverse Leute, die zu den Montagsdemos gehen. Ja? Und da werden Argumente runtergerissen, dafür oder dagegen. Dann werden Argumente runtergerissen, ja, Jutta Detfuth hat das gesagt oder Ken Jebsen sagt das oder Andreas Popp sagt jenes. Also, Leute, bitte sachlich bleiben. Wenn ich einige Kommentare unter dem Video sehe, unter diesen Videos von den Mai-Demos oder Kritiken dazu, also geht's noch, Leute? Wo sind wir gelandet? Ist es hier jetzt auch noch schon wieder ein virtueller Kriegsschauplatz? Reicht das nicht im realen Leben? Und ich meine auch, können die ganzen verstrittenen Parteien nicht mal vernünftig miteinander reden? Also das frage ich mich auch die ganze Zeit. Das sind doch alles Profis. Ja? Ich verstehe nicht, wie die ganzen Leute sich da hinstellen können und sich gegenseitig zerfleischen. Also, ihr seht schon. Normalerweise bereite ich mich auf ein Video halbwegs vor, aber hier fehlen mir echt die Worte. Ich kann nur eins sagen. Zerfleischt euch hier nicht. Als ich einige Kommentare unter Videos gesehen habe, darüber, über die Montagsdemos oder unter der einen Seite oder der anderen Seite, wie da miteinander geredet wird. Also, Leute. Benehmen bitte. Wir sitzen alle im selben Boot. Ja? Mir fällt dazu nichts mehr ein. Also, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Oder wer damit angefangen hat, kann ich auch nicht sagen. Ich kann nur eins sagen. Benehmt euch, Leute. Bleibt sachlich. Mit sachlichen Argumenten und zerfleischt euch nicht gegenseitig. Ja? Bitte. Ja? Das Thema ist wichtig. Und dann beschuldigen sich beide Seiten mit Worten. Die einen sagen, ja, die benutzen Worte, um das zu erzählen. Die anderen sagen, ja, die benutzen Worte, um das zu erzählen. Also Waffen werden halt offensichtlich als Worte benutzt. Von beiden Seiten. Ja? Gut. Jetzt soll es aber genug dazu sein, weil es reicht schon, was da abgeht. Dann wünsche ich euch trotz alledem, auch wenn es hier drunter und drüber geht, hier oft in der Welt, in Deutschland, in Europa und in der Welt geht es drunter und drüber, wünsche ich euch trotzdem einen schönen Tag noch. Euch allen wünsche ich einen schönen Tag noch. Seht ihr, ich krieg noch nicht mal den Abspann hier zurechte, weil ich langsam mehr durchdrehe. Nun, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag noch.